Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es kommt die Frage auf, darf man den Speichel runterschlucken, ja oder nein? Ich möchte aber jetzt was ganz anderes sagen in diesem Zusammenhang. Und zwar, ist es erlaubt, Wudu zu verrichten und Wasser in den Mund zu nehmen, ja oder nein? Die Antwort ist definitiv ja. Ist es überliefert von den Sahaba, dass sie, also während der Fastenzeit, dass sie, während sie den Wudu verrichtet haben, das Wasser, was im Mund war, so rausgetrocknet haben, dass das rauskommt aus dem Mund? Oder was haben sie damit gemacht mit dem Rest, was im Mund war? Das ist im Mund geblieben. Das heißt, du bist nicht verpflichtet, wenn du dein Wudu verrichtest, dass du das Wasser, was im Mund, oder diese Feuchtigkeit, ist ja kein Wasser mehr, diese Feuchtigkeit, dass man das noch irgendwo ausspucken muss und übertreiben. Nein, nein, khalas. Die Sahaba haben Wudu verrichtet, ausgespült, und das, was im Mund bleibt, bleibt im Mund. Das heißt, das ist nicht ein Muftirat. Aber pass auf, dass du es nicht absichtlich machst. Dass du sagst, ich lasse jetzt ein bisschen extra Wasser und dann schluckst du das runter. Das ist verboten, das bricht dein Fasten, wenn du es extra machst. Aber dass die Feuchtigkeit, die im Munde ist, dürfte man schlucken, ist es kein Problem. Und was den Speichel betrifft, der eigene Speichel, so bricht das auch nicht das Fasten. Es ist keine Nährung oder Ernährung, die hinzugefügt wird. Das, was man nicht machen soll, ist, wenn man beispielsweise erkältet ist oder man hat ständig von der Nase, das kommt diese ganze von der Nase, diese gelbe Spucke, dieses, was man hier von der Nase runterkommt und was dann sich hier im Hals bildet, das muss man ausspucken. Das darf man nicht schlucken. Ja, das ist nicht erlaubt, das zu schlucken. Aber die Spucke selber, das wäre kein Problem. Wallahu ta'ala, a'la wa'alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.